Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War. Das ist die vergessene Schlacht, die habe ich letztes Mal gar nicht erwähnt. Die Schlacht von Maintville. Danke, MC Baguette. 8. April 1864. Streitkräfte der Unionisten bewegen sich in Louisiana nach Nordwesten und werden auf dem Red River von der Flottille begleitet. Ihr Ziel scheint Sheriff Pound zu sein. Sie könnten dies als Basis verwenden, um das konföderierte Texas einzudringen. Die Unionsarmee hat sich für einen kurzen Weg übers Maintfield entschieden. Diese Stadt ist weit außer Reichweite der Kanonen der Flottille. Die Yankees verlassen Maintfield und führen ihren Marsch fort. Dies bietet eine gute Gelegenheit, ihre Pläne zu durchkreuzen, indem sie aufhalten und besiegen. Ja, das heißt, ich soll jetzt hier übers Feld geradewegs. Das gibt doch viele, viele Tote. Ach komm. Das macht schon der Heinrich. Oder hat er mehr? 24 Brigaden. Gibt's mehr? Wenn 25 angezeigt werden? Nee, der Heinrich macht das und wir sagen mal Start. Das sieht doch schon mal gut verteidigt aus. General, die Vorhut der Unionisten wurde über unsere Stellung informiert und nimmt in diesen Wäldern nahe des Chapham Farm Verteidigungsstellung ein. Sie werden sicher versuchen, diese zu halten, bis der Rest ihrer Armee eintrifft. Ah, toll. Wir erwarten mehr Brigaden, aber wenn wir zu lange warten, haben die Yankees Zeit, ihre gesamte Armee aufzustellen. Sie wären dann stark in der Überzahl. Sie müssen jetzt angreifen. Also, wir müssen dann die Wälder halten. Oh. Wenn sie die Vorhut vernichten und die Wälder besetzen, wird es einfacher, die Unionisteneinheiten zu bekämpfen. Wir können sie nach und nach zerschmettern, sobald sie aufs Schlachtfeld eintreffen. Das gefällt mir sehr gut. Können wir nämlich das Wäldchen ist nicht, wichtig. Wir müssen hier diese ganze Waldebene für uns haben. So, mit den Kanonen dauert es immer am längsten. Warum nach vorne? Ja, die werden eh am meisten verlieren. Darum werde ich die mannstärkste Einheit nach vorne stellen. Ich werde zwei, drei. Kampf brauchen wir hier auch noch. Nahkampf. Drüben nochmal drei losschicken. Meine Idee ist, dass wir hier auf halber Linie mit den Kanonen eine Frontlinie bilden, damit das Feuer auf die Leute aus dem Wald ziehen, wir links und rechts flankieren und die aus dem Wald schießen. So mein Plan. Gut, Start. Achso, da oben. Start Battle Mensch. Und Pause. So, ihr lauft erstmal wahrscheinlich dahin. So, ihr lauft erstmal andersrum dahin. Kavallerie nach vorne. Kanönchen mit Hühnchen. Hier hin. Heinrich. Hinterher. So. Ich lasse diese Infanterie gehen, damit die anderen Infanterieeinheiten genug Zeit haben, sich zu formieren. So, und solange wir keinen Feind entdecken, mache ich mal ein bisschen Vorspulen. Oh, ich habe die anderen vergessen. Upsala. Dann lauft ihr jetzt doppelt so schnell. Die haben Kanonen. War zu erwarten.
Wir gehen mal mit der Kavallerie in den Wald. Hier gibt es leider keine erhöhte Position, wo wir, ja, hier gleich in den Nahkampf gehen. Cool. Die will ich mir von der Seite holen. Ihr dürft jetzt nur noch gehen. Na los, gib Gas. So. Aber die Kanonen brauchen einfach immens lange. Ich stelle schon mal breiter auf. Die haben hier noch nichts. Weiter. Nahkampf, Camper. Oh, die werden zurückgeschossen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Gut, dann weiter nach vorne. Nach vorne. Hier kommt dahin. Schieß die doch mal weg da, Mensch. Kann doch nicht so schwer sein. Oh, jetzt nochmal ein Nahkampf. Oh, halt, Feuer. Und Feuer. So, hat sich uns angeschlossen. Fantastisch. Weiter. So, Kanonenspaß. Volle Breitseite darauf. Kavallerie weiter rum. Hier brauchen wir jetzt da. Los! Warum höre ich meine Kanonen nicht? Nein, Nelson, gehen wir ein bisschen weiter. Guck mal, was da alles steht. Ist das nicht schön? Richtig viel. Los, Kanonen näher ran. Los, holt sie euch. Alter, was machst du da? Feuer. Die rennt zurück. Heinrich, hol sie dir. Hol den Supply, den können wir noch gebrauchen. Ah, die haben doch schon mehr Einheiten als gedacht. Ich dachte, die haben nicht so viel.
weiter. Das muss ein bisschen flotter gehen da, verdammt. Unsere restlichen Einheiten treffen ein. Oh, doch so viele. Ist ja der Hammer. Oh, falsche Einheit, halt. Ich hab die falsche erwischt. So, ihr könnt mal hier auch so rumlaufen jetzt, ein bisschen schneller. Halten ganz schön gut aus da, die Schweine, muss ich echt sagen. Oh, da kriegen wir echt noch Verstärkung. Das ist nicht wenig. Holla, los. Hätte ich nicht gedacht, dass da noch was kommt. Ah, das habe ich alles in der Hand, ne? Die Infanterie will ich. Nur die verfickte Infanterie. Hier hin. Die Kanonen. Näher ran da. Weißt du, was du hier machst? Halt. Laufen, gleich hinterher setzen. Los, hinterher. Heinrich, hol den Camper zurück. Camper, komm her. Sweeney, kannst du mich unterstützen hier? Sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Ich meine, wir haben schon wahrscheinlich schon wieder viel zu viel Verluste. Gehen in den Wald rein. Ihr könnt ja gleich in diesen Wald reinlaufen. Jetzt schießen wir sie schön brav zusammen. Weitere Einheiten treffen ein. Ah, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir sie aus dem Wald rausschießen. Jetzt gibt's Probleme. Junge, halt. So. Näher ran. Nee, das reicht eigentlich schon. Von hinten wegdringen. Kanonen in den Wald rein. Ah, los, Kanonen.
Scheiße. Ich wollte eigentlich, dass du mich bewegst. So, die laufen auch. Es muss doch mal ein bisschen schneller gehen, verdammt. Camper zurück, schnell. Wollen auch nicht laufen, kann das sein? Mal an den Rand gehen da, Grimes. Gewalt hast du? Hinterher. Das habe ich mir schon gedacht. Guerrero an den Waldrand. Camper an den Waldrand. Das wird richtig viel, was da kommt. Na, wie viel Schutz hat er? Gehen wir ein bisschen zurück. Hat er 86, das gefällt mir. Camper hat nur 74, sollen sie mal kommen. So, weiter vor, weiter vor. Alter, was da ist, ne? Das ist nicht wenig. Gottverdammte Scheiße, das ist mein Wald. So, wir brauchen da Verstärkung. Weiter vor, weiter vor. Schön laufen. So habe ich es am liebsten. So, hier, der wird erstmal sich da hinstellen. So, was ist die größte Bedrohung hier? Die 2500 Mann. Lane, kannst du hier hingehen. Bisher sieht es ja gut aus. Hm? Achso. Die Katze sprach gerade zu mir. Feuer!
Lane, du musst dich ein bisschen mehr bewegen da, ne? Sonst wird das nichts. Die drängen wir mal weg, nicht, dass sie von hinten meine Kanonen dann wegschnabulieren. Da stehe ich gar nicht drauf. Ja, Katze, was ist? Warte mal. Ah, ganz kurz, Katzenpause. Katze, da machst du dich jetzt nicht sauber. Ja, du, nein. Oh, süße Katze. So, hier kannst du da, kannst dich hinlegen, da ist Platz. Da, wo die Tastatur ist, ist tabu. Hm? Dann setz dich doch dahin. So, weiter geht's. Katze versucht mich zu sabotieren, aber das wird euch nicht gelingen. Oder dir nicht gelingen, Katze. So. Weiter nach vorne. Ich glaube, einer reicht. Du machst hier den Deckel zu. Ach, ist das schön. Da kann man richtig schön an den Waldrand gehen. Genau, schön draufballer. Die Mission gefällt mir. Sowas könnte ich, könnte man öfter spielen. Oh, jetzt hängt die am Mikro. Mikro sei schon an mein Headset. So, Dusselfieh ist weg. Los, schießen da. Knall die weg. Sieht's aus. Was kannst du? 79. Ein Stück ran. Eigentlich eine doofe Stelle für den Feind, aber für mich super. Ich überlege, ob ich noch reinschicke, aber. Ach, der schießt schon drauf. Wir zerreiben unsere komplette Kavallerie, aber es ist nicht so schlimm. Dafür ist die ja da. Ist das ein Deckung, Camper? Ah, es reicht halt. Jetzt haben wir Lane frei. Wo kann ich den hinpacken? Ich glaube, den will ich hier hinpacken. Oder ich packe ihn erstmal in Reserve. So, Dudley hat aufgegeben. Ach, schön. Ab zum Gefangenenkorb. Grimes hat auch aufgegeben. Heinrich, kümmere dich da. Fang mal die Kavallerie ab. Oh, schön, haben wir schon ein paar Gefangene gemacht. Die werden hier noch abgeschlachtet. Ach, er ist schon wieder da. Bleib hier stehen, General Heinrich. So, warum ist diese 2500 Mann von Dwight noch unangetastet? Töten. So, Kanonen näher ran, Kanonen näher ran. Die Kavallerie packe ich hier hin, damit er hier nicht wieder abhauen kann. Oder weißt du was? Jetzt, wo sie so Unterzahl sind. Charge. Charge. Und, ah, schon Geschichte. Auch nicht schlecht. Dann kannst du dahin. Damit einreihen. Kannst du ein Stück dahin. Kannst auch gehen. Du musst noch mal ein Stück rennen. Dann
gehen ausschalten. Gehen aus, Rennen ausschalten, meine ich. Ja. Also ich könnte jetzt noch größere Risiko fahren und weiter rauskommen. Aber dann gebe ich halt meine Deckung auf. Und das sehe ich nicht ein. Na, Camper kriegt echt gut einen drauf. Hier auf die Kanone. Die gefällt mir nicht. Die ist hart. Richtig angreifen tun die aber auch nicht. Aber wir haben es gleich gepackt. Ich schätze mal roundabout 8000 Verluste. Auf meiner Seite. Die Zeit ist abgelaufen, war es das schon? Ja! Ja! Okay, wir haben 5500, also 5600 aufgerundet 6000 Verluste. Der Feind hat deutlich weniger Verluste. Ah, ich hätte hier vielleicht mehr aggressiver sein können, aber... Nee. Ja, ich habe gedacht, ich am Anfang, ich hätte schön flankieren können, habe das ein bisschen unterschätzt und ich habe auch ein bisschen unterschätzt, was sie generell da drin hatten. Ich habe das eigentlich so mir vorgestellt, dass hier nur 3-4 Einheiten sind, wir uns wunderbar formieren können quasi und dann der Feind kommt, aggressiv. Aber es ist halt so passiert, dass der schon defensiv sehr gut stand. Daher habe ich wahrscheinlich schon ein paar tausend Mann extra verloren. Und Gott sei Dank, ja, ist der Gegner hier nicht so hart in die Bresche gesprungen, wie ich eigentlich befürchtet habe. War recht human, die ganze Sache. So, 11.000 Mann. Diesmal haben wir Plus gemacht. Diesmal haben wir wirklich Plus gemacht. Das freut mich. Ein richtiges Plusgeschäft. Endlich mal wieder mehr Männer. Ah, da kriegen wir nicht mehr Männer. So. Ja, die nächsten kleinen Schlachten sind ja wie hier gezeigt. Sanders Farm, Laurel Hill und Cold Harbor. Eine große Schlacht. So, die habe ich komplett übersehen. Danke nochmal für den Hinweis, dass sie da ist. Und ja, es kann jetzt sein, heute ist jetzt der 24. Ich werde dieses Video noch schnell rendern und hochladen. Wird zwar heute ein bisschen später kommen als üblich. Aber dann habt ihr wenigstens nochmal zu Weihnachten ein schönes Civil War Video. Und es kann sein, wie gesagt, am 25., 26., dass ich vollgefressen auf der Couch rumlunge und keine Aufnahmen mache. Darum kann sich das dann die Woche leider verzögern. Aber ich denke mal, ihr habt dafür, ja, das werdet ihr bestimmt genauso machen. Ansonsten wünsche ich euch, ja, ein frohes Fest. Lasst euch dick reichlich beschenken. Ne? Und wie ich immer so schön sage, frohe Weihnachten, dicke Eier und einen guten Rutsch. Also, liken und kommentieren nicht vergessen. Haut rein. Ciao.